wenn Sie sich mit uns auf ein tolles Fußballspiel. Wir spielen hier Liebe gegen FC Basel. Basel hat ein Spiel. Und jetzt geht's los. Genau, der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Und so wird der FC Basel heute und in die Partie gehen. Es wird nachher gehen. Noch ein Video kommen. Es Sie spielen das hier heute im 4-5-1. Gut gelöst vom Verteidiger. Moetius! Guter Schuss, ganz knapp. Ich werde ein Handy zerstören. Mein altes Samsung. Ja, richtig gehört. Mein altes Samsung. So, wir machen jetzt mit Ibe ein Tor, würde ich mal sagen. Und Tor! Das 1-0 wäre geschossen mit der Nummer 99. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Das Tor und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Das Tor hat jetzt nochmal noch eine ein andere lang. Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. So, das war ein schön verdientes Tor. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Boetius. Ah, oh, da geht er vorbei. Der Ball kommt gefährlich rein, aber kein Mitspieler als Abnehmer da. Delgado. Eine Boah, gute der Möglichkeit hier, gut. Es gibt Ecke. So. Ja, yeah. Ich gebe mal Pass an meinen IB-Mitspieler. Und so, jetzt sind wir zu vorderst. Wir machen jetzt noch das 2-0. Oh, und nun ein Schuss. Bam! Noch ja, der zweite Schuss. Der zweite Schuss ist dann schön lang. So, und der Wiederholung natürlich auch die Wiederholung sieht man es dieses Treffers. Mega Tor. Wieder von 0 in den Menschen. Das zweite Tor vom gleichen Spieler. Bitte. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Natürlich aus einer anderen Perspektive. Das muss ja auch sein. Die Laune und jetzt steht so es 2-0, das dürfte in Ruhe gehen. Auf jeden Fall Nummer 99. War sehr cool. Kuzmanovic. Bin auch froh, dass wir in der Führung liegen und dass Basel nicht Suchi. Gewinnt, dieser Match. Bitte nicht, ich mache alles gegen und wegen dem spiele ich auch den Match. Den Ball hält er fest, gute Aktion. Ich will sehen, ob Basel besser ist oder Ibe. Da geht der Ball zum Gegner. Ich würde mal sagen, Ibe oder Ibe. Ja, Ibe. Janko, da war die Chance, aber er macht ihn nicht. 2-0. Oh. So, der Verteidiger stört ihn. Nee. Und jetzt haben sie den Ball. So. Mohamed Elneny. Ich finde das ganz schön. Da passt der Haufen, geht dazwischen. Der Angriff so, das 2-0 passiert jetzt noch. Nein, das 3-0. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Den Köpfer und eine gute Parade. Den Ball hat er. Boah. Der hier war schon knapp. Wir sind jetzt in der 21. Minute. Ja. Und damit sind sie am Ball. Cool. Benito. Cool, yeah. Cool, yeah. Cool. Kuzmanovic. Da. Delgado. Ganz einfach an den Ball gekommen. So, der Ball. Mohamed Elneny. Hier. Sehr oh. Gut, geht er rein. Wow, und der war der sowas von knapp. Viel zu hoch gewesen. Zu hoch. Nur solo. So, stark gemacht, das könnte was werden. Und jetzt ein Schuss.
Er mag tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung. Schon sein dritter Treffer. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Was war das? Drei Tore von Nummer 99. Das kann nur etwas Gutes bedeuten. Ibe hat voll Glück gehabt. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Elneny jetzt. Wie er sich fühlt in der 30. Minute, drei Tore. Ja, er ist schon ziemlich beliebt. Mit der Faust kann er hier retten. Dass er so etwas schafft, so etwas Krasses. Hallo in. Keine so, was noch das vierte Tor? Das ist jetzt eine Chance. Da kommt der Schuss. Ein fantastisches Tor. Was? Das vierte Tor von Glücken. Von gleichen ja, Spiele. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da ist der beste Spieler von Ibe. Klare Sache hier. Das 4:0 ist schon deutlich. Er muss ziemlich gut drauf sein, dass er heute 4 Tore macht in einem Match. Er ist ziemlich gut drauf. Da geht er gut dazwischen. Gern. Der okay, Angriff ja. sah gut er aus, aber dann kommt vorne, doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Viel zu hören ist hier nicht mehr von den Rängen. Entspricht aber auch ein Stück weit der Leistung der Mannschaft. Ne? Ja, die sind einfach schlecht, da muss man nicht drum rumreden. Jetzt schießt er! Das ist noch gefährlich! Zum Glück. Nochmal zum Glück. So. Klasse durchgesetzt. Jetzt ist er auf und davon macht, schießt er ihn rein. Da passt der Klasse auf. So. Nummer 99. Muss Einwurf geben. Breel, Donald, Embolo, Kuzmanovic. Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. So. Gern. Ah, da spielt er lieber mal zum Torwart zurück. Sehr traurig, glaube ich. Breel, Donald, Embolo. Gern. Oro. Das könnte die Gelegenheit geben. Abseits. Er ist zu früh gestartet. Boah, dieses Tor hier wäre schon zu schön, um wahr zu sein gewesen. Man kann es. Okay, die erste Halbzeit ist rum. 4:1. Sie haben eine überzeugende erste Hälfte gespielt. Wenn Sie weiter konzentriert bleiben, dürfte in Durchgang 2 nicht mehr viel passieren. Und jetzt der Schuss. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Was für ein Tor. Das fünfte Tor wieder vom 99. 5 Tore nacheinander. Das Tor sehen wir jetzt nochmal in der Verlangsamung. Oh, da haben die Verteidiger ihn aber im Stich gelassen. Und so kannst du den Gegentreffer irgendwann dann nicht mehr verhindern. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5:0. Und das ist auch cool in einem Let's Play, dass ich das euch mit euch teilen kann. Ja. Diese Freude von Nummer 99. Nummer 99 wird gefeiert. Der Ball ist im Tor aus. Und Nummer 99 hat verschossen. Macht aber nichts, weil er hat noch viele Chancen. Jetzt haben sie den Ball. Oro.
Er muss sich aber auch ein paar auch. Er musste sich ein paar Chancen auch selber machen. Das geht nicht von alleine. Da müssen gefährliche viele Flanke. Menschen mitmachen. Wirklich ein guter dass Schuss. Es richtig geht. Gar nicht viele, aber ein paar. Oh. So, no, Nummer 99 mit dem sechsten Tor. Mach vielleicht. Ihn. Da macht er ihn rein. Ist das Nummer 99? Nummer 99 mit dem sechsten Tor. Ich glaube, da wechselt sich nicht mehr so viel. Nummer 99 hat das sechste Tor. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr eine aus. Ganz schöne ich denke, das Lage Ding ist durch. Für die Mannschaft. Eine sehr große Niederlage. Klar. Für Basel. Basel ist so schlecht, weil sie verlieren. So den Ball so. Holt er sich vollkommen problemlos. Oh, 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 oh. Da geht er vorbei. Was noch das ist jetzt eine Chance. Na, ja, da noch die siebte Tor. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Das kommt noch. Die Ecke könnte Gefahr bringen. Das siebte Tor. Das kommt noch. Ich gehe lieber nach hinten. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. 60. Minute. So, jetzt vielleicht noch das siebte Tor. Er zieht ab. Gute Aktion vom Torhüter. Gleich kommt der Eckstoß rein. Ich schieße nach hinten. Nach hinten. So, ich gebe noch einmal Pass. Soleimani. Und zwar ich gebe nach hinten Pass. Ich weiß, ich war so nah vom Tor, aber ich will nur mit Nummer 99 Tore schießen, sonst mit keinem Mitspieler. Oh, nur mit Nummer 99. Ich weiß nicht, warum das gemacht wurde, aber ich will nur mit Nummer 99 die Tore schießen. Ich muss ganz offen sagen, mich überrascht dieser Zwischenstand noch immer ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass es ausgeglichener zugeht. Ja, aber so kann es gehen. Es gibt manchmal diese Spiele, da gelingt ein... Da kommt der Schuss! Klatsch! Da prallt der Pfosten zurück ins Spiel! Dann verschossen. Was war das für ein Fehlschlag? Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Den spielt er wieder zurück. So. Ja. Schussversuch. Er versucht es einfach mal. Kein schlechtes Ding. Aber natürlich auch eine unglaublich große Distanz. Obwohl er solche Dinge immer wieder versucht. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Wäre schon nicht schlecht eine Auswechslung für sie. 6. Soleimani. Ein bisschen schlecht sind sie schon, muss man schon zugeben. Er ist noch heiß. Schießt er ihn rein. Da ist er drin. Ja, jetzt auch noch von einem anderen Spieler. Aber er wird auch gefeiert vom 99. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Ich muss sagen, da haben sie ihren Keeper auch nicht unterstützt. Es wird sehr langweilig. Da musst du einfach den zweiten Ball verhindern. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. In der 80. Minute Marek Suchi ist 7:0. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Ein bisschen eine Riesenniederlage. Eine Ball ist oben und das völlig zu Recht, wenn wir noch mal offside hinschauen. Es ist knapp, aber es interessiert abseits uns nicht, weil es ist 7:0. Den Ball spielt er nicht warum gut. Es gibt einen Einwurf. Warum schießt Torhüter so weg? Warum? Janko. Jetzt haben sie eine größere Chance. Die Ball dran, er faustet den Ball weg.